Dieser Schoner sollte ausreichen. Ah. Der Kommodore ist auf dem Weg nach Kingston. Wir sollen das Schiff dieses Schurken übernehmen und folgen. Verzeiht, Kingston? Nein, nein, unser Reiseziel ist Havanna. Ich bin ein Händler. Schweig, du dreckiger Pirat! Du wirst hängen für deine Schandtaten! Sir, ich hatte nichts mit dem Angriff zu tun. Meine Crew und ich gingen nur vor Anker, um Vorräte aufzufrischen. Bleib hier! Dieser Schoner sollte ausreichen. Der Kommodore ist auf dem Weg nach Kingston. Wir sollen das Schiff dieses Schurken übernehmen und folgen. Verzeiht, Kingston? Nein, nein, unser Reiseziel ist Havanna. Ich bin ein Händler. Schweig, du dreckiger Pirat! Du wirst hängen für deine Schandtaten! Sir, ich hatte nichts mit dem Angriff zu tun. Meine Crew und ich gingen nur vor Anker, um Vorräte aufzufrischen. Bleib hier! Stoppt sie! Denn wir einen Grund, deinen Schädel nicht zu spalten. Nehmt meinen Zucker! Nehmt alles, was ihr wollt! Ich zahle auch! Alles, was ihr wollt! Oh Gott! Oh Gott! Nehmt meinen Zucker! Nehmt alles, was ihr wollt! You! Stop! Ich zahle auch! Alles, was ihr wollt! Bei Gottes Gnade, Sir. Ich danke euch. Ich bin euch ewig dankbar. Ist das deins? Es ist mein Schoner. Doch hier liegt mein armer Kapitän und ich habe kein Talent fürs Segeln. Ich kann ein Schiff führen, keine Sorge. Ihr habt doch nicht vor, es mir abzunehmen, oder? Ich bin Duncan. Wie heißt du, Freund? Steed Bonnet. Nun, Meister Bonnet, das muss jetzt unter uns bleiben. Ich reise im Geheimauftrag von seiner Majestät, dem König, Gott schütze ihn, und muss unverzüglich Havanna erreichen. Ah, das höre ich gern, Sir. Havanna ist auch das Ziel meiner Reise. Wir haben denselben Weg. Dann sind wir verbündet. Ah, ihr habt mich beruhigt, Sir. Dabei hielt ich euch erst für einen Piraten, als ich euch sah. Ach was? Ja, ihr habt einige unkonventionelle Verhaltensweisen. Schnell und leicht, wenn ich das sagen darf. Das hat mich erschreckt. Aber bedenkt man alles? Dann ist es doch ein recht erbaulicher Tag geworden, meint ihr nicht?
ein Ruderboot, werden wir wohl zum Schiff schwimmen müssen. Da gibt es wohl Schlimmeres. Ist das anstrengend? Hätte ich doch den Mantel ausgezogen. Willkommen an Bord, Duncan. Sie ist nur ein Schoner, aber gut geeignet für meine Zwecke, für Warentransporte von meiner Plantage und dergleichen. Sie wird reichen. Es weht ein steifer Wind. Sollen wir volle Segel setzen? Alles setzen und scharf zum Wind ausrichten! Ah, ich spüre den Wind in den Haaren. Der Geruch und der Geschmack der See haben etwas sehr Erfrischendes. Das herbe Aroma von Möglichkeiten. Ach. Das ist die beste Art, es zu sehen. Jetzt fliegen wir wirklich mit dem Wind, was? Die Seeleute waren besorgt wegen der Geschichten über Piraten in diesen Gewässern. Sind sie wirklich gefährlich? Was denkt ihr? Möglicherweise. Doch die meisten Piraten segeln über dem Wind zwischen Kuba und Hispaniola. Oh, verstehe. Ja, eine vielbefahrene Meerenge. Doch ich sollte einen Piratenüberfall nicht fürchten, um ehrlich zu sein. Mein Schiff ist klein und ich besitze nichts von größerem Wert. Zuckerrohr und seine Produkte, Melasse, Rum und so weiter. Kein Pirat, der etwas auf sich hält, würde ein Fässchen Rum verschmähen. Nun ja, ich schätze, ihr habt recht. Nehmt die Rahen aus dem Wind! Ihr seid der geborene Seemann. Ich habe einige Zeit als Rudergänger verbracht. 2 Jahre als Steuermann bei den Freibeutern. Schockschwere Not. Euer Leben klingt so großartig. So voller Abenteuer. So aufregend. Ich habe schon so einiges gesehen. Ei. Fantastische Arbeit. Sehr vielversprechend. Okay, ganz ruhig jetzt. Bitte schön. Willkommen zurück. Tja, die Zahlen sehen gut aus. Sehen wir mal, ob Ihr Verstand noch mitspielt. Bewegen Sie den Kopf und sehen Sie in diese Lichter, gleich hier. Nach oben. Danke. Runter. Soweit, so gut. Stehen Sie auf. Bon. Willkommen beim Sample 17 Projekt. Bevor Sie anfangen, brauchen Sie noch das hier. Bitteschön.
Test, test, 1, 2, 3, allô, bonjour, c'est bon? Klappt's? Okay, gehen wir eine Runde. Sie haben ja schon Erinnerungsforschung betrieben, aber nicht in diesem Ausmaß, was überraschend ist. Sie haben Talent. Die Datenströme waren sehr stabil. Beeindruckend, nicht? Das Gebäude ist kaum 6 Monate alt. Aber das Abstergo Entertainment Studio gibt es schon ein paar Jahre. Seit 2010. Großmutter mütterlicherseits war Asiatin, glaube ich. Klingt verwirrend. Kennen Sie Liberation? Unser erster Titel mit der Animus-Technik. Das war nur die Spitze des Eisbergs. Bald enthüllen wir unsere kommerziellen Animus-Server für Spieler in der ganzen Welt. Sie bieten natürlich nur passive Erfahrungen. Bearbeitete Versionen der Geschichte. Nur die spannendsten Stellen. Und wir glauben, wir haben das perfekte Thema für unser erstes Großprojekt gefunden. Karibische Piraten. Das ist Ihr Job. Eine Minute, d'accord? Oh, danke, Nancy. Bonne journée. C'est bon, tout est prêt. Magnifique, merci. Das ist für Sie, unser wichtigstes Handwerkszeug. Ihr Kommunikator. Schalten Sie ihn ein, ist raffiniert. Haben Sie bemerkt, dass die Sicherheit... etwas lax ist? Ihr Kommunikator ist nämlich ein Universalschlüssel. Sehen Sie dieses blinkende Symbol? Sie sind mit dem Aufzug verbunden. Ich überlasse Ihnen die Ehre. Unser Ziel ist das Sample 17 Studio, 2. Stock. Bereit? Dann los. Ah, unser Boss Olivier Ganot, unser CCO. Ich stelle Sie vor. Bonjour. Salut, Melanie. Ça va bien? Oui, merci. Kennen Sie den Neuen? Hat heute angefangen. Bisher nicht. Bonjour. Welches Projekt? Sample 17, die Kenway-Linie. Haytham, Connell... Edward, der Pirat. Ah, ahoi, Matrose. Sehr aufregend. Willkommen an Bord. Melanie, kann ich Sie kurz in Ihrem Büro sprechen? Ich mache das nur schnell fertig und wir sehen uns in 5 Minuten. C'est bon. War mir ein Vergnügen. Also, das ist die Sample 17 Etage. Hier tauchen wir in die Erinnerungen eines edlen Spenders ein. Desmond Miles. Wir nehmen nur die besten Stellen aus seiner DNA. Und hoffentlich können wir eines Tages ein paar fantastische Erfahrungen daraus schmieden. Diese Beine gehören John, einem der IT-Magier. Er repariert gerade was für Sie. Nicht repariert, kalibriert. Kalibriert, okay. Nun, da wären wir. Ihre eigene Animus-Workstation. Sie gehört Ihnen. Setzen Sie sich hin und finden Sie gutes Material. Brauchen Sie Hilfe oder Tipps? Der Animus enthält eine Reihe von Tutorials, die Ihnen weiterhelfen. Ich sehe Sie dann später. Viel Spaß!